Epeiros, das Festland, die Heimat des winterlichen Dodone, der berühmten Molosserhunde und natürlich Pyrrhos. Die regionalen Stämme bildeten im 4. Jahrhundert einen starken Staat unter der Führung ihres Molosserkönigs. Eroberungen in Italien und ein Bündnis mit Rom halfen wenig, als ihr großer König Alexandros im Jahr 330 getötet wurde. Nun hat ein anderer König Epeiros vereint und große Erfolge bei der Befriedung der Illyrer und in Schlachten in Italien und Sizilien erzielt. Pyrrhos hielt einen Großteil Süditaliens und übernahm dann die Kontrolle über die Insel Sizilien mit Ausnahme von zwei Festungen im Norden und Westen. Aber er gab seine Hoffnungen auf, die Insel, das Heimatland seiner Mutter, zu erobern, und nach einer Niederlage durch eine römische Konsulararmee führte er seine Hauptstreitmacht zurück nach Hellas und drängte die Mazedonier bis an die Ägäisküste zurück. Pyrrhos' Streitkräfte sind den Nachfolgearmeen Mazedoniens nachempfunden.